Ja, Frank, jetzt können wir die gleich auch wieder landen und wenn die da halt oben hängen, machen wir nochmal Aufnahmen. Ja. Dann kann der andere Kollege, weil der Moment ist ja nicht so spannend. Okay. Ja, die haben dann ja, wir führen heute eine Höhenrettungsübung durch mit der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Bocholt. Wir werden unterstützt von den Oberhausener Kollegen. Das haben wir deshalb gemacht, weil die Feuerwehr Oberhausen die nächste Höhenrettungsgruppe hat und wir bei solchen Einsätzen auch mehr Personal benötigen. Wir simulieren heute einen Stromausfall und werden heute 5 Personen aus den Gondeln herunterseilen, abseilen. Insgesamt haben wir jetzt 9 Höhenretter dann im Einsatz. Die Höhenretter, die steigen gleich hier die Achse hoch, werden also die komplette Höhe überwinden, das sind insgesamt 50 Meter und werden dann entsprechend die Sicherungsmaßnahmen durchführen, um dann die Personen abzuseilen. Ich gehe davon aus, dass das Ganze in einer Stunde ungefähr abgeschlossen ist. Ja, mir wurde heute Morgen gefragt, ob ich noch kurzfristig Zeit habe. Ich denke, kommst du mal hier vorbei. Ist ein Erlebnis wert. Mein Name ist Rudolf Barth und wir betreiben das Jupiter Riesenrad. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können über Batterie die Bremsen aufmachen oder sonst manuell nochmal steuern. Also ist auch noch nie was passiert. Nee, ist immer alle runtergekommen. Kann ja auch sein, Stromausfall, aber dann kann man das Rad mit der Hand ziehen. Der Schwerpunkt kommt immer nach unten. Immer wenn da auch 4, 5 Leute oben drin sind, dann dreht sich das langsam runter. Warum braucht man dann die Höhenrettung, falls dann doch mal was passiert? Ja, die wollen ja üben. Also ich hoffe, dass wir sie nie brauchen, dass die Jungs das nur als Übung machen. Oder ein sehr sicheres Gefühl, muss man wirklich so sagen. Also man hat sich im ersten Moment sehr sicher gefühlt. Ja. Kostet einen Moment, aus der Gondel rauszukommen, aber sich loszulassen, aber alles gut.